Willkommen im Higher Health Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns bist du richtig, wenn du deinen Traumkörper erreichen und ein erfülltes, langes Leben führen möchtest. Wir klären dich über physische wie auch psychische Gesundheit, alternative Heilmethoden, alles rund um Longevity, Ernährung sowie den neuesten Stand der Gesundheitsforschung auf. Erzähle uns auch deine Geschichten und stelle Fragen, die wir in kommenden Episoden beantworten könnten. Wir haben innerhalb von 5 bis 10 Tagen Spitzenwerte von Nährstoffdichten im Blut festgestellt. Und durch die Leberreihen, die wir entwickelt haben, die so erfolgreich waren, haben wir nach anderen effektiven Entgiftungsmethoden gesucht. Und wir sind in Thailand fündig geworden, weil die ganzen kranken und schwachen Menschen dort als allererstes, und viele können sich ja medizinische Behandlung gar nicht leisten, also Christian aus dem Low-Budget heraus, werden die erstmal mit... Ich sage immer, seitdem Adam und Eva den Apfel gebissen haben, die hätten ja auch die Schlange grillen können, aber seitdem müssen wir verdauen. Wir haben also 50% Organenergie und 50% Energie zu wirken, zu machen und so weiter. Jetzt müssen wir heutzutage immer mehr wirken. Unsere Organe müssen immer mehr leisten, und im Gesamtfeld eines Tages wird alles immer schwächer. So, wir haben immer mehr Bedrohungen, die ich also nicht als schlecht sehe, sondern als Option, was zu verändern. Wir haben immer sehr viel schleimbildende Nahrungsmittel, stark verarbeitete Lebensmittel, sehr wenig Nährstoffe in den Lebensmitteln drin, aber auch sehr viele toxische Belastungen im Äußeren. Und das führt in Summa summarum eben dazu, dass die Menschen extrem verschlacken, dass das Zwischengewebe verklebt, das sind dann die Schlacken, die Wassereinlagerungen, das Übergewicht, ne? Aber auch viele Leute, die im Darm sehr stark degenerieren, die gar keine Nährstoffe mehr aufnehmen können und dadurch sehr, sehr dünn und sehr mager werden. In Summe haben wir sehr, sehr viele unglückliche Menschen und sehr, sehr viele medizinische Behandlungen von Symptomverschiebungen. Und dabei könnte es so einfach sein, wenn man den Körper in seinen Funktionen, die er hat, uns perfekt zu entgiften, uns wieder in die Harmonie zu bringen, unterstützen. Und dafür hat man natürlich damals auch das Fasten erfunden. Ne? Das war früher noch das Bierfasten mit dem untergärigen Starkbier. Dann haben sich die Mediziner damit auseinandergesetzt bei der Bundeswehr. Dann hat man so 60 Tage Fasten für traumatisierte Soldaten umgesetzt. Und dann sind daraus dann ganz viele verschiedene Heilfastenmethoden entstanden. Bis heute gibt es eine Art Fastenentwicklung, die noch gar kein Ende hat, weil man das Fasten wirklich entsprechend einer Erkrankung erfinden und entwickeln kann. Das heißt, so wie es für jede Krankheit ein Kraut gibt, gibt es auch für jede Erkrankung ein spezielles Fasten, eine Fastenentgiftungsmethode, die man anwenden kann, um die entsprechenden Organe, die vielleicht degeneriert sind, zu unterstützen, aber auch bestimmte Heilungsvorgänge in Gang zu bringen, um auch Heilungskrisen, in denen sich manche Menschen eben befinden. Das sind so auch unsere Erkrankungen, die wir haben, sozusagen der Schrei des Körpers, in dem er auf Unterstützung bittet, durch Fasten zu stärken. Und in dieser Stärkung, sei es Ausleitung von Giftstoffen, sei es Zufuhr von Nährstoffen, sei es Öffnen der Ausscheidungsorgane durch diesen Methoden, kriegt der Körper natürlich demzufolge als Resultat eine bessere Entgiftungsenergie und kann die Vorgänge, die er sowieso kann, jetzt wieder verstärkt umsetzen. Deswegen sage ich, durchs Fasten ist nach hinten alles offen, aber es hängt davon ab, was mache ich, was möchte ich machen, welchen Zweck dient das Ganze. Und deswegen bevorzugen wir in erster Linie erstmal bei Menschen, die wir nicht kennen, ein sogenanntes Energiefasten, was rechtsdrehend ist, was den Körper aufbaut, dass die Energie erstmal reinpusht. Und bei manchen Befindlichkeiten aber auch so Fastenmethoden wie Leberfasten, Leberentgiftung, Leberreinigung oder Darmreinigung, wo wir genau wissen, ah, da sitzt die Entzündung, dort setzen wir an. Was würdest du sagen, ist ein Energiefasten und welche Fastenmethode trifft eigentlich auf jeden zu? Also fast jeder kennt ja mittlerweile das Intervallfasten. Sollte das aus deiner Sicht dann jeder auch in seinen Alltag integrieren in irgendeiner Form? Oder ja. Wie gehst du vor in dem Sinne? Na, Intervallfasten finde ich schon mal sehr, sehr gut. Nur ist es ein Unterschied, bin ich jetzt ein junger Mensch, macht Intervallfasten, bin ich im mittleren Reife oder bin ich etwas älter? Das heißt, je älter ich bin, umso länger ziehe ich den Zeitpunkt raus, wo ich nichts esse. Je jünger ich bin, ich muss ja meine Nährstoffoptionen haben und ich muss auch 4 Stunden Essenspausen dazwischen haben. Also muss ich immer schauen, dass ich sage, Mensch, 12, 13 Stunden ist dann Schluss bei ganz jungen Leuten, so sehe ich das, damit ich mit danach meine Nährstoffe abdecken kann. Aber jetzt stell dir vor, das intermittierende Fasten, das, was der Körper macht, wo er nachts sich entgiftet und reinigt, wird jetzt verlängert. Der Fuß wird verlängert. Ja, dann kommst du in einen Selbstheilungsprozess. Nur die meisten Leute machen Fasten aus dem Zustand heraus, wo sie krank sind und sehr instabil sind.
und haben gar keinen Rückhalt von Nährstoffen, die unsere Entgiftungsfunktion steuern. Also einmal Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, aber auch die ganzen B-Vitamine, die wir brauchen, B1, B2, B6, B9, B12, um die ganzen freien Radikale zu neutralisieren, aber auch entsprechend die Aminosäuren, die wichtig sind für die Glutation, also für die Entgiftung unserer Organe, vor allem die Glutation, Transferase in der Leber ist da ganz wichtig, dass die Entschleimung des Körpers in Gang kommt und dass die Lymphe über das Lymphorgan Darm auch zur Ausscheidung kommen können und dass die Lymphe auch die Giftstoffe gelöster Form auch ins Blut abgeben können, damit die über die Niere wasserlöslich und fettlöslich dann über die Leber, über den Darm ausgeschieden werden können. Und dazu braucht es natürlich die Homöostase der Nährstoffe. Und die meisten Menschen, die machen Fasten immer eigentlich dann, wenn es schon so ein bisschen spät ist, wenn sie schwach und schlapp und wenn gar nichts mehr geht, von der Schulmedizin aufgegeben, dann gehen sie dahin, weil sie keine andere Wahl mehr haben. Besser wäre es erstmal zu sagen, ich gehe energiegeladen in den Fasten hinein, ich gehe in den Fasten hinein, wo ich den Körper mit Nährstoffen so aufgebaut habe, dass die Entgiftungsmöglichkeit stark ist und die Ausscheidungskrise sehr gering ist. Und das hängt immer mit den Elektrolyten und Isotonen zusammen. Ne? Man kennt das ja, wenn jetzt ein Mensch unterzuckert, dann kriegt er Krämpfe, dann zieht sich die Muskulatur zusammen, ne? dann fehlen die Kohlenhydrate, die Energie fehlt im Energiestoffwechsel, Bauchspeicheldrüse ist zu schwach und dann verkrümmen die sich. Und so ist natürlich auch, wenn jetzt zu wenig Magnesium, Kalzium im Kreislauf ist, als Beispiel, dann findet die Zellatmung, Magnesium geht ja in die Zelle rein, macht die Zelle weich auf und warm und das Kalzium kommt raus und dann geht das Kalzium wieder rein, kommt das Magnesium raus. Und dieser Austausch dieser Synergisten ist halt wichtig, wenn man verstehen möchte, erfolgreich zu fasten, geht man in die Energie. Und deswegen haben wir uns in all den Jahren, so wie du es erzählt hast mit Bali, waren wir in Thailand und durch die Leberreihen, die wir entwickelt haben, die so erfolgreich waren, haben wir nach anderen effektiven Entgiftungsmethoden gesucht. Und wir sind in Thailand fündig geworden, weil die ganzen kranken und schwachen Menschen dort als allererstes, und viele können sich ja medizinische Behandlung gar nicht leisten, also Christian aus dem Low-Budget heraus, werden die erstmal mit Kokoswasser therapiert. Und dann haben wir angefangen, dort Kokoswasserfasten bis zu 23 Tage zu machen, mit frischen Pagoden, so wie du es gesagt hast, aufgeschlagen, Trinkhalm rein und anstatt von Wasser wurde das getrunken. Und wir haben innerhalb von 5 bis 10 Tagen Spitzenwerte von Nährstoffdichten im Blut festgestellt. Gerade die Energielieferanten, wie zum Beispiel Kalium-Natrium-Verhältnisse, ne, was die ATP-Produktion in der Zelle anregt. Und dann haben wir da weiter geforscht und dann haben wir den Dr. H. Friedrich kennengelernt. Der hat Untersuchungen gemacht, dass zum Beispiel Kokoswasser ein sehr guter Schwermetallausleiter ist. Ne? Also auch gerade nach Amalgamentfernungen oder wenn man eh schon mal so eine Quecksilberbelastung hat. Also ein wundervoller Entgifter. Und du hast es vorhin so schön benannt, das Kokoswasser als Infusion direkt in die Vene rein. Ihr seht da schon mal ein Bild aus einem ganz, ganz tollen Buch, wo es um die Heilkräfte von Kokoswasser geht, von Bruce Fife. Und dieses Buch, Kokoswasser, das hat damals so ein bisschen meine Welt verändert, weil wir haben ständig gefastet, auch mit frischen Gemüsesäften und so. Das ist das, was wir halt in Europa bekommen haben. Und dann ging es um die Heilnahrung Kokoswasser. Und dann haben wir eben ausprobiert, damit Kokoswasserfasten zu machen. Und da steht ja auf dem Buch schon drauf, heilt, reinigt, vitalisiert. Und es sind sehr viele Heilaussagen drin, dass es eben nicht nur ein gutes Sportgetränk ist, dass es nicht nur Schwellungen aus dem Körper mindert oder Nierentätigkeit verstärkt, dass es vor Krebs schützen soll, den Körper ionisiert aufgrund seiner vielen Spurenelemente, dass es extrem viele Nährstoffe enthält, die unsere Darmbakterien aktivieren, dass es uns von Verstopfungen befreit und damit die Entgiftungsfunktion unterstützt, dass es den Bluthochdruck runterreguliert, also bei Herzerkrankungen, ne? Die Durchblutung stimuliert, das Blutcholesterin, das Überschüssige, abbaut, Arteriosklerose, Anti-Aging, Immunsystem. Da habe ich gesagt, ey, alleine schon die erste Seite bringt mich schon so in die Euphorie, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt ausprobieren. So, und wir haben daraus dann aus diesem Buch heraus das Kokoswasserfasten entwickelt. Im weiteren Verlauf ist daraus dann ein sogenanntes Green Detox Kokoswasserfasten, weil wir ja aus Deutschland, Europa dahingehend immer therapiert haben, dass wir Wildkräuter entsaftet haben und die Wirkstoffe aus den Wildkräutern rausgezogen haben. Und in der Krebstherapie arbeitet man immer mit Gräsern, also mit Weizengras, Dinkelgras, mit Gerstengras, weil hier auch die ganzen Chlorophyllbestandteile drin sind, weil wir hier die ganzen Antioxidantien haben, die Aminosäuren, die ganzen Spurenelemente, dass der Körper in seiner Kur Kraft kriegt. Und irgendwann haben wir angefangen, dieses Kokoswasserfasten mit den Chlorophyll zu verbinden. Und daraus ist dann ein sogenanntes Green Detox Kokoswasserfasten entstanden. Also auch unsere Kuren entwickeln sich über die letzten 10 Jahre natürlich immer weiter, weil wir uns immer weiterbilden, wir sehr viel Tests mit Menschen und Teilnehmern machen und aus den Feedbacks diese Kuren immer weiter hochstimulieren. Kokoswasserfasten ist eben der Unterschied zum Wasserfasten. Es ist ein rechtsdrehendes Fasten für Energie und Aufbau.
Also stell dir vor, du machst ein Fasten, viele haben schon Fastenerfahrungen, die haben immer das Gefühl, da geht es so ein bisschen runter mit der Kraft. Beim Kokoswasserfasten geht es steil hoch, sodass man also ein medizinfreies Fasten umsetzen kann. Man muss eigentlich auch nicht Urlaub machen, man kann also ganz normal arbeiten, kann seinen Alltag bestreiten. Man lässt die feste Nahrung weg und tauscht die Nahrung gegen diese Elektrolyte Kokoswasser aus. Und Elektrolyt, Isoton, heißt die gleichen Nährstoffe wie im Blut. Das habe ich in diesem rohen Kokoswasser drin. Und das wird aus den frischen Kokosnüssen rausgezogen, wo noch gar kein Fruchtfleisch innen drin ist. Das heißt, wir haben hier drin gar kein Fett und sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Das heißt, wir sprechen hier bei 6 Gramm pro 100 Milliliter, also 100 Gramm. Jede Gurke, jede Tomate, jede Banane hat mehr Fruchtzucker. Und wir haben hier bei dem 6 Gramm Kohlenhydraten haben wir die Hälfte reine Glucose. Das bringt natürlich Energie. Also auch für Sportler, für Hochleistungssportler während dem Fasten, ganz wichtig zu sagen, ich mache ein Fasten, trinke nur Kokoswasser, Wasser, Tee und Kräuterextrakte und bleibe in meiner Kondition, damit mein Körper nicht die Muskelmasse abbaut, sondern was ich trainiere, wird aufgebaut und er fängt an zu entgiften. Und da Kokoswasser, selbst wenn man das Buch hier mal auflegen durchguckt, dann wird man feststellen, dass ein großes Glas über 600 Milligramm Kalium hat. Wenn wir einfach mal nur uns den einen Stoff rannehmen, die Mitochondrie ist am Kalium gebunden, extrazelluläres Natrium, dann zieht sie die Energie in die Zelle, der Herzmuskel wird stark, die Stellen, die weit weg sind vom Körper, werden sehr stark durchblutet und die ganzen Säuren werden in die Blutbahn gezogen und können dann ausgeschieden werden. Braucht man eigentlich gar nichts anderes in dieser Zeit. Wir wollen, dass der Körper seine eigenen Fette verbrennt, die fettlöslichen Gifte und dadurch fettlöslich, salzlöslich und wasserlöslich wirkt. Und damit haben wir gelöste Stoffe, die gebunden werden und ausgeschieden werden. Um die Glutation, die eigentliche Entgiftung damit zu erhöhen, kommt in dieses Kokoswasser ein sogenanntes Grassaftpulver. Das ist also entsaftete Gräser. Die werden in einem ganz schonenden Verfahren, wird der Saft getrocknet. Und dieses Chlorophyll kommt dann in dieses Kokoswasser. Man stellt sich also sozusagen seine Medizin hier selber her, nach richtiger Vorgabe, perfekter Anleitung und natürlich Videos, die jeden einzelnen Schritt auch erklären. Und es wird bedeutet, du hast das quasi jetzt in einer Art Videoform gebracht und Leute, die jetzt keine Palme vor der Haustüre haben, können quasi mit diesem Kokoswasser, was du da quasi in der Flasche gerade hast, und dem Grassaftpulver, also du musst nicht mal mehr selber die Wildkräuter entsaften, das dann zu Hause machen, habe ich das so richtig verstanden? Weil sonst stelle ich mir das schwierig vor in Deutschland. Ja, also du musst eigentlich noch einfacher denken, du musst eigentlich gar nichts tun, weil es kommt alles zu dir nach Hause, nicht nur Entgiftungsequipment oder rohes Kokoswasser in gefrorenem Zustand, was man auch erst vor dem Trinken auftaut, weil durch den gefrorenen Zustand bleibt es nährstoffstabil und durchs Auftauen fängt es dann an, enzymatisch sich zu verändern, wird dann pink. Aber es ist noch einfacher. Wir haben das in Videosequenzen und Videoshots, die man sich anguckt, wo jedes einzelne Detail erklärt wird, aber auch in schriftlichen Anleitungen und vielen Fallbeispielen zur Umsetzung so dargestellt, dass man praktisch zu Hause in die Umsetzung geht. Man hat ja auch viel mehr Zeit, weil man ja kein Essen zubereiten muss, hat eine super Sättigung, eine Energie und kann sich unterstützen. Und damit kann man sich im belastenden Alltag entlasten. So, das heißt, das Kokoswasserfasten hat einen Vorbereitungstag, wo man den Körper erstmal an die ganzen Kräuter und Teeextrakte gewöhnt. Das hat einen Entlastungstag und der Entlastungstag ist dazu da, dass wir die Nahrung schon runterfahren, am Nachmittag schon ins Fasten gehen, alle verklebenden Lebensmittel weglassen und die Entgiftungsfunktion des Körpers hochfahren. Denn Kokoswasserfasten heißt zum einen, dass der Körper mit dem rohen Kokoswasser, mit dem Elektrolyt bespeist wird. Man kann da bis zu 1,5-2 Liter pro Tag gehen, plus ein bisschen Wasser. Tee ist Kräuter, Darmreinigung ist mit dabei, natürlich mit ganz pflanzlichen Extrakten. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit fermentierten Aprikosen, die über 3 Jahre fermentiert werden, mit fermentierten Pomelos, Grapefruit, Fruchtextrakten, die auch über 3 Jahre fermentiert werden, wo die Mikroorganismen im Körper aufräumen. Und dadurch werden Selbstheilungsvorgänge aktiviert, die nach Darmreinigung stattfinden, weil dann die Lymphe frei sind und der ganze Kram raus kann, bei hohem Energieniveau. Und so musst du dir also einen Kurs vorstellen. Es können ja nicht alle Leute zu uns kommen. Unsere Kurse sind ausgebucht. Nicht jeder kann mit nach Thailand fliegen. Also haben wir gesagt, wir holen diese Heilnahrung, die für schwache Menschen so wichtig ist, aus Thailand in Bioqualität nach Europa. Und jeder kriegt sein rohes Kokoswasser nach Hause geliefert nach der Bestellung des Kokoswassers und kann das in Umsetzung gehen. Entweder wird es bei der Lieferung aufgetaut, es kommt in den Kühlschrank oder es ist gefroren und wird gefroren weiter gelagert, weil ich ja auch im Alltag unabhängig vom Fasten Kokoswasser und Grassaftpulver mische am Morgen, um in meine Kraft zu kommen, auch
im Gesundheitsmanagement als Unternehmer fit zu sein. Aber die Energie lädt man immer erstmal durch das Fasten, das heißt, der Körper kommt dadurch rein, die Entgiftungsfunktion wird gestärkt und dann bleibt man noch in dem Trinken von Kokoswasser und Zeckgrün auch danach. Die Mindestanforderungen des Fastens sind 4 Tage Fasten, also nach dem Entlastungstag kommt dann 4 Tage reines Fasten mit Darmreinigung. Wo man also tagsüber die Säfte trinkt, das ist Kokoswasser mit dem Zellgrün gemischt und natürlich am Nachmittag immer die Darmreinigung stattfindet. Das macht man immer dann, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, denn man wird ja nichts vermissen. Es werden dazu auch Säure-Basen-Tees getrunken, zum Beispiel die Kräutertees vom Jenschura. Man macht jeden Abend auch ein Fußbad, ein Entgiftungsfußbad, um die Bakterien aus den Füßen rauszuziehen. Man baut jeden Abend Gemüsebrühe mit ein, die unter 6% Salz haben, also wo wir mit Gewürzen arbeiten, die den Körper erwärmen. Man macht in dieser Zeit auch eine sogenannte Natronkur, wo man Natron-Zitrone am Morgen trinkt. Das löst man sich einfach auf und trinkt das und nutzt das auch als Deo, um die Säuren aus dem Körper rauszuziehen, um wirklich eine richtig gute Entlastung zu haben. Und was ganz besonders auch im Kokoswasserfasten inkludiert ist, sind die alten Maria-Treben-Kräuter alkoholfrei. Die werden sublingual eingenommen, die sozusagen die Drüsen zum Entschleimen bringen, dass sozusagen die Verdauungssekrete permanent in den Verdauungstrakt eingespritzt werden, weil die ja die Entgiftungsfunktion unseres Körpers letztendlich auch bestimmen. Denn die Galle entgiftet ja auch unseren Körper. Also werden die Drüsensekrete hochgehalten. Und somit habe ich hier eine sehr, sehr sportliche Kur, die auf Energie entwickelt wurde, die den Körper erstmal in die Energie hebt und damit in die Entgiftung zur Ausleitung trägt. Das heißt, wir lösen, binden, transportieren und scheiden gleichermaßen energetisch so aus, dass wir am Morgen und am Vormittag immer etwas aktivieren und zum Nachmittag, zum Abend es wieder beenden. Dann der Regenerationsschlaf in der Nacht und am Morgen geht's wieder los. Und diese Umsetzungsfähigkeit ist auf minimal 4 Tage festgelegt, kann aber bis zu 21 Tage dann verlängert werden, wenn es einem gut tut. Ansonsten würde man nach dem 4. Tag in ein sogenanntes Fastenbrechen übergehen und dann in eine 7-tägige Nachbereitung, wo man Tees und Kräuterextrakte noch nimmt, weil so eine Entgiftung ist immer wie eine Welle. Ja? Die baut sich auf, geht hoch und diese Welle, wenn man dann aus dem Fasten rausgeht, bleibt aber noch und wird langsam schwächer. Und da muss man den Körper sehr natürlich bewusst noch durchtragen. Also gibt es das rohe Kokoswasser, es gibt das Entgiftungsequipment, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie man sich das hier vorstellen darf, also so ein kleines Package, das ist perfekt durchsortiert, wo alles dabei ist. Man kann natürlich die Wildkräuter auch selber auspressen mit einer Handpresse, wenn man Wildkräuter hat, das wird alles gebildet und gelernt, aber die meisten wählen die bequeme Art mit dem Bio-Zellgrün aus dem Nakurapi-Shop bei uns, wo man sich das einfach dann in das Kokoswasser einrührt oder in Wasser, wenn man das gerne getrennt trinken möchte. Und mehr braucht es nicht. In diesen beiden Zutaten ist alles drin, was der Körper braucht, um in eine effektive Glutation überzugehen. Hat man das Zellgrün nicht, müsste man natürlich Wildkräuter auspressen oder mit Algen verflüssigt arbeiten. Aber das wird alles im Bereich gebildet. Vor allem auch Umgang mit Fasten und Krankheiten, Notfallindikation. Der Kurs wurde von tausenden Menschen umgesetzt und aus diesen Umsetzungen wurden dann diese Videokurse erstellt, damit der Benutzer, der nicht in eine Akademie und in ein Resort fahren kann, das von zu Hause aus umsetzen kann. Und dafür gibt es bei uns dann, Christian, du wirst es verlinken, diesen digitalen Online-Kurs als Special zur Entgiftung mit rohem Kokoswasser zur Umsetzung, den man käuflich erwerben kann. Und da kriegt man dann Informationen, wo kriege ich das ganze Kokoswasser für Europa, für Spanien, Portugal, Schweden, Österreich, Tschechien, Polen her. Es gibt verschiedene Anbieter in verschiedenen Bundesländern auch, manchmal auch schon im Laden, aber das meiste wird online geschickt, weil es ja kalt geliefert wird. Bei uns im Nakurapi-Shop würde man dann sich das entsprechende Entgiftungsequipment besorgen und dann kann man loslegen. Immer dann, wenn es einem schlecht geht. Immer dann, wenn man sich energetisch down fühlt. Immer dann, wenn man mal eine Erkrankung hatte und man merkt, der Körper kann das nicht richtig ausheilen. Was ist da los? Um hier die Entgiftungsfunktion zu verbessern. Und Kokoswasser hilft ja nicht nur bei Entzündungserkrankungen oder um seine Nährstoffe aufzubauen. Vor allem schreibt der Bruce Fife in seinem Buch, dass das Kokoswasser sogenannte Zytokinine enthält. Das wird ganz, ganz selten benannt. Und diese Zytokinine, das ist die Heilnahrung, die uns jugendlich verjüngt, uns jung hält. Das hat sogenannte Anti-Aging-Eigenschaften. Also ja, finde ich spannend, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Das ist ja total spannend, dass die Menschen in den asiatischen Ländern, vor allem wo es viel Kokosnüsse gibt, ne, Thailand, Sri Lanka und Bali zum Beispiel, die sehen ja alle brutal jung aus. Also da gibt es ja fast keine Hautfalten. Die haben eine straffe Haut wie meine Tochter mit 12 und sind in der Regel auch in ihrer Top-Figur.
das hängt mit Sicherheit nicht nur an dem Kokoswasser oder dass die ganze Zeit draußen sind. Ne? Genau, die Sonneneinstrahlung, diese C-Welle zusammen in Verbindung. Ne? Deswegen ist es auch immer gut, wenn man fastet, dass man auch schwitzt, damit der Körper die Sonne über die Haut ausscheidet. Aber diese Zytokinine machen genau das, was du da gerade gesagt hast. Deswegen gibt es auch in Thailand viel weniger Entzündungserkrankungen wie in Europa, weil durch die fehlende Sonne und die Verschlackung und eben das Nichtvorhandensein von elementaren Stoffen in unserer Nahrung wie Zytokinine können die freien Radikale nicht mehr gefangen werden. Und die lösen ja diese Oxidation von Zellen aus, Zellabfälle, Entzündungen und so weiter. Ne? Deswegen Hautstruktur, also Verjüngung, Arteriosklerose, prämenstruale Beschwerden ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich mir noch mit notiert habe. Also Regelschmerzen, weil das Kokoswasser ist eine sogenannte Mikronährstofftherapie. Was ein Arzt über die Infusion macht, machen wir über das rohe Kokoswasser, über dieses Elektrolyt. Und ein Kokoswasser im Tetrapack, das kann man in die Mülltonne hauen, weil das ist alles abgekocht. Es muss also ein rohes Kokoswasser sein. Und rohes Kokoswasser tut sich enzymatisch immer pink färben. Deswegen sagt man, pink ist natural. Und das geht über den Tetrapack nicht. Deswegen gibt es nur ganz, ganz wenige Firmen in Deutschland, Europa, die das möglich machen, weil die das Kokoswasser direkt aus den Pagoden rausholen. Weil aus den Kokosnüssen werden ganz wichtige Rohstoffe hergestellt. Die würden das sonst wegschütten. Und dieses Kokoswasser wird dann schockgefrostet und kommt nach Europa zum Endverbraucher gefroren an. Und dann wird also würde das hier das typische Dr. Görg Kokoswasser nicht zählen, weil das hat ja fast jeder. Ja, tut mir leid, das ist ein Scheißzeug. Damit kann man nicht arbeiten. Das ist ein Zuckerwasser, ne? Weil die ganzen Vitamine und die ganzen Aminosäuren gehen durch den Erhitzungsprozess verloren. Es muss also Rohkostqualität sein. Und dieses Kokoswasser ist deswegen stabil, weil das über ein HPP-Verfahren ohne Sauerstoff in die Flaschen gefüllt wird. Und selbst beim HPP-Verfahren entsteht ja Druck. Da entsteht auch ein bisschen Wärme sozusagen und eine Veroxidation von Nährstoffen, aber nicht zu 100%. Wir haben ja immer nach Verarbeitung immer noch diese 70% und die reichen zu 100% aus, um ein Energiefasten umzusetzen. Also auch das muss man wissen. Aber hier sind die Mikroorganismen noch aktiv, die entstehen und dadurch auch diese Vergärung, wenn das Kokoswasser alt wird, wird sehr stark dunkellila und dann wird es trüb und da weiß man, jetzt prickelt es ein bisschen. Es ist halt ein frischer Produkt. Aber nur damit kann man dieses Kokoswasser umsetzen und das lernt man aber in unserem Online-Kurs zum Green Detox Kokoswasser fassen von A bis Z. Aus einem Anfänger, Christian, wird ein Vollprofi. Also und dafür bist du ja auch bekannt. Du sprühst ja immer auf, auch in deinen Podcasts. Und da will ich gar nicht wissen, wie es dann auch in den Videolektionen zur Sache geht. Und ich denke, was gibt es da für Kritik oder welche Nachteile könnten entstehen, wenn jetzt Leute sagen, okay, jetzt soll ich das da auch noch machen? Sind da hohe Preise involviert? Manche würden sagen, okay, da wird jetzt wieder Kokoswasser aus südlichen Ländern importiert, ist ja für die Ökobilanz schlecht. Manche sagen, hey, Kokoswasser, da ist ein Haufen Zucker drin, das verhindert eigentlich die Autophagie. Zu viel Kalium für Sportler wiederum schlecht. Vielleicht kannst du zu diesen ganzen Themen noch mal ein bisschen was sagen, um hier die Hemmnisse abzubauen. Genau, also das Kokoswasser hat eine Symbiose aus verschiedenen Nährstoffen. Und gerade dieses Kalium-Natrium-Thema, die meisten Leute essen sehr viel Kochsalz. Und gerade die Sportler haben ja echt sehr viel Salz in ihrer Nahrung. Und das Kochsalz baut das Kalium ab. Das heißt, die wenigsten Leute haben erhöhten Kaliumgehalt. Die meisten Leute sind Kalium reduziert und Natrium erhöht. Und das Kokoswasser hat mehr Kalium wie Natrium. Es ist aber ganz viel Chlor in diesem Kokoswasser drin. Und Chlor und Wasserstoff reagiert zu Magensäure und Chlor leitet wieder den Überschuss über die Niere aus. Das muss man einfach wissen. Deswegen ist ja ein Elektrolyt immer das, was die Aufgaben des Körpers unterstützt, auch abnimmt. Die sogenannten Synergisten zu den Nährstoffen. Deswegen gibt es überhaupt kein Thema. Und Kokoswasser und Zucker, das ist ja nicht wahr. Also Kokoswasser hat nur ganz, ganz wenig Zucker und der größte Teil ist Glucose, also Energie. Das begünstigt ja den Sport erstmal in diesem Bereich. Und man sollte beim Fasten nie über 10% Kohlenhydrate von dem, was man konsumiert, gehen, damit der Körper überhaupt mit einer Autophagie gut arbeiten kann. Und der größte Teil ist Glucose. Und wir brauchen ja Energie zum Entgiften, also ganz ohne geht's nicht. Wir lassen aber hier bewusst größere Mengen an Fett weg und durch das Chlorophyll kommt das Eiweiß dazu. Und das Eiweiß ist wichtig für die Energieverbrennung, auch für den Muskelaufbau in diesem Bereich. Deswegen ist das so entwickelt worden, dass wir hier eine Symbiose haben. Aber nur durch das Kokoswasser, das wir von den uns benannten Firmen empfehlen. Weil bei dem anderen Kokoswasser kann ich es nicht generieren, weil durch den Erhitzungsprozess bleibt ja am Ende nur noch die Mineralien übrig und die Salze. Und dann kann sowas auch schief gehen. Es braucht also, wie gesagt, die Lebendigkeit des rohen Kokoswasser, denn Frucht würde ja nie wachsen, um Nachteile zu bringen, sondern sie enthält immer alle Elemente, um aufgenommen zu werden, um verstoffwechselt zu werden und wieder ausgeleitet zu werden. Und so ist es auch dann beim Kokoswasser. So, natürlich ist das Kokoswasser Fasten eine Art Therapie.
so wie gesundes Essen auch. Da kann man rechnen pro Tag seine 20, 25 Euro für eine gute bio-gesunde Ernährung, die man hat. Also, man muss viel weniger machen und bekommt ja dafür etwas anderes. Aber guck, wenn ich in eine Klinik fahre und ein Coaching kriege, da zahle ich für die Stunde 250 Euro fürs Coaching und hier kriegt man eine ganze Kur sozusagen für ein kleines Geld, für ein ganz kleines Geld zu lernen nach Hause und kann das sein ganzes Leben lang wieder machen. Das heißt, ich kann es immer wieder machen. Ich kann eine Therapie daraus machen. Und das sind die Basics, die ich brauche, etwas zu lernen. Und dafür braucht es natürlich energetisch auch einen Ausgleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ob ich das Fasten jetzt mit meinen Kindern umsetze, mit meiner Oma, meinem Nachbar oder mit Freunden umsetze, ich sehe das wie eine Ausbildung. Ich bilde mich aus in einer perfekten Entgiftungsanwendung und setze das dann mit der Hilfe für andere Menschen auch weiter um. Das heißt, ich helfe erst mir, wenn ich fit bin, energetisch aufgebaut, dann helfe ich anderen damit, weil wir haben das energetische Problem und wir müssen uns vernetzen. Und das ist die einzigste Möglichkeit zu sagen, ich schicke etwas ins System hinein. Viele Menschen, die das lernen, werden zu Fachleuten, die das wieder mit ihren Kranken und Schwachen in der Familie umsetzen. Und das ist die Wichtigkeit, zu verstehen, zu sagen, ich mache das in erster Linie für mich und dann auch noch für viele anderen in Umsetzung. Und ja, ich brauche ein Entgiftungsequipment, dafür muss ich Geld ausgeben, ich brauche das Kokoswasser, dafür gebe ich Geld aus, also Energieausgleich sozusagen, um etwas in Umsetzung zu bringen. Aber sonst passiert auch nichts in meinem Leben. Also wenn ich Kohlen schaufeln möchte, damit mein Ofen warm wird, muss ich auch Brennstoffe in mich reingeben, um diese Kraft der Kohle zum Ofen, zur Verbrennung, zur Erwärmung meines Hauses bringen. Und das ist immer eine Balance im Leben, immer geben und nehmen. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Florian. Und du stehst für mich mehr wie jeder andere für eine Balance im Leben. Du bist ja jetzt auch nicht nur ein Online-Unternehmer, du hast ja wirklich auch Kurse vor Ort, wo du Menschen ohne digital auch ausbildest und zur Heilung bringst. Dann baust du dann ein Therapiezentrum auf und stehst selbst früh auf, setzt dich in den Bagger rein und schaufelst deine Hochbeete noch selber auf. Ich war ja selber bei dir, also ich habe dich erlebt. Du bist Familienpapa, du hast nochmal ein ganz kleines, neugeborenes Tochter, ne? Ja. Und du bist ja auf allen Ebenen Hans Dampf in allen Gassen, aber sehr positiv und bleibst in deiner Kraft, also scheinst einiges richtig zu machen und vielen lieben Dank, dass du das dann natürlich eben auch noch die Power hast, das auch weiterzugeben und nicht aufgibst und längst schon über alle sieben Berge bist. Ja, also nee, wir sind echt und authentisch und vor allem auch deutsch und sicher und souverän und haben hier Spaß und wir kennen die Natur am besten und wir wissen auch, dass wenn mal Krisen kommen, dass man sehr viel von der Natur lernen muss vorher, um dann die Sachen umzusetzen. Wenn die Pharmazie mal zusammenbricht oder was auch immer oder das Geld mal weg ist oder der Strom weg ist oder was auch immer. Wir müssen unseren Körper trainieren in eine immunsouveräne Stärke zu kommen. Denn dann ist alles möglich. Und die meisten Menschen sind so instabil, dass sie ferner liefen von dem sind. Und weißt du, ich hätte mir gewünscht, dass mich damals, wo wir krank waren, dass uns jemand an die Hand genommen hätte und uns jemand da durchführt. Und es gab es nicht. Es gab meine Mutter, die war ein Wildkräuterguru, die hat die ganzen Fachbücher. Wir mussten diese tausende Bücher lesen und mussten umsetzen. Und da ging auch sehr viel schief, weil es sind ja keine Erfahrungen. Die Person, die das Buch schreibt, schreibt ja immer sich selber. Und da ich mir immer jemanden gewünscht hätte, der mich wieder in die Heilung trägt, habe ich gesagt, ich werde so jemand werden. Also bin ich dann Fastenleiter geworden, weil es einfach mein Thema war, Ernährungsberatung. Und daraus haben wir dann dieses Akademiekonzept entwickelt. Und daraus sind dann erst die natürlichen Leberreinigungen entstanden. Also wie entgifte ich meine Organe, wie entschleime ich das richtig? Und später haben wir festgestellt, es gibt sehr viele schwache, desolate Menschen. Wir sagen immer, macht bitte immer zuerst das Kokoswasserfasten und diesen energetischen Hoch, dann Leberreinigung, Darmreinigung. Aber ohne bevor er Energie in den Körper reinkommt, wie soll denn Baustoff entstehen, wie soll denn der Körper in Umsetzung gehen, wie sollen denn die Ausscheidungsorgane das schaffen, wenn das Leben schon so voll, so überladen und so belastet ist, dann habe ich ja im Vorfeld viele Jahre zu viel falsch gemacht und die Kehrtwende heißt ja, ich muss durch die Dunkelheit durch, um ins Licht zu kommen und das geht eben nur mit Nährstoffen und ohne Moos nichts los, auch im Energiesystem des Körpers sind die Nährstoffe sozusagen das Geld, das Investment, das ich in mir trage, mit dem ich dann handeln kann und auch Dinge umsetzen kann. Und dann kann ich auch wieder kreativ werden, wenn ich aus der Gesundheit rauskomme, zu sagen, okay, was möchte ich werden in diesem Leben, um glücklicher zu sein? Deswegen musste auch mein Beruf weg, mein altes Leben musste weg. Und damit ist ganz viel Neues entstanden. Und ich mache heutzutage nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Und das ist natürlich das Schönste, mit Menschen begleitend Entgiftungsmaßnahmen umzusetzen. Nur unsere Kurse sind voll, wir sind da drin ausgebucht. Und viele Menschen sagen, Herr Sauer, ich kann nicht zu Ihnen kommen. Dann sage ich, okay, dann komme ich zu Ihnen. Und der Weg natürlich über die digitalen Journeys sind natürlich wundervoll, zu sagen, ich habe einen fertigen Kurs für dich zusammengebaut, mit dem du schon heute dieses Kokoswasserfasten nach Hause holen kannst. Und innerhalb einer Woche bist du startklar, wenn deine Zutaten eingetrudelt sind
Und dann wirst du ein Umsetzungsriese sein. Also kleine Maßnahmen mit großer Wirkung, nach Hause für die ganze Familie, sicher von zu Hause aus, völlig medizinfrei, biochemiefrei etwas umzusetzen. Und alle anderen kümmern sich darum, dass du das machen kannst. Mit nur einem Klick beim Online-Kurs, einen Klick beim Entgiftungsequipment, einen Klick beim Kokoswasser und los geht's. Und das machen jedes Jahr tausende von Menschen in Umsetzung. Den kann man auch mal lesen im Internet, Kokoswasserfasten, Florian Sauer. Da gibt es ganz, ganz viele Berichte auch von Leuten, die das schon umgesetzt haben mit allen möglichen Beschwerden. Ich darf keine Heilaussage machen. Ich kann nur sagen, wenn ich Grundvoraussetzungen für Gesundheit schaffe, ist natürlich auch alles möglich. Was sich dann bei jedem zeigt, ob er das jetzt macht wegen Diabetes, wegen Gicht, Rheuma, wegen Übersäuerung, Energiemangel, zum Beispiel Down-Syndrome und so weiter, das muss man sehen, was der Körper in seiner Kraft, die dann möglich ist, in Umsetzung bringt. Ich freue mich über jedes Feedback, das wir bekommen von Leuten, die uns Videos schicken und Testimonials, was an Heilung bei ihnen durch solche Fastenmethoden, egal ob Kokoswasserfasten, Leberreinigung und so weiter, dann entstanden sind. Verstehen dürfen wir aber, dass wir in die Selbstverantwortung gehen müssen. Es wird uns niemand anders helfen können als wir selber, weil wir wissen, was wir im Leben falsch gemacht haben. Wir wissen, welche Erkrankungen, Symptome wir haben und dann weiß man eigentlich auch mit Hilfe von anderen, was ich tun kann, um das wieder in die Balance zu bringen. Also ich sage immer, Krankheit ist die Abwesenheit von Gesundheit. Mehr ist es nicht. Na? Und Schatten ist auch die Abwesenheit von Licht. Licht ist messbar, Schatten nicht. Und wenn wir das verstehen und wir sagen, ich bin nicht fit und ich fühle mich jetzt dadurch angesprochen, dann weiß ich auch, dass ich in die Anwesenheit von Gesundheit gehen muss und dann muss ich was tun, ich muss was umsetzen und muss eben auch diese Wirkstoffe wieder in den Körper aufnehmen, die den Körper fehlen, damit er in Call to Action gehen kann. Was anderes ist es nicht. Das ist ganz simple Homöostase, ein Gleichgewicht zu schaffen im Körper, in dem die Regulationen von Kommen und Gehen wieder funktioniert. So handeln wir auch im Hippokrates Center, ne? Also wir bauen die Menschen eben auch gleichzeitig mit Nährstoffen auf und können sie dann quasi genau, wie du sagst, durch diese schwere Zeit begleiten. Und ja, fängst am besten jetzt an, bevor eine schwere Zeit überhaupt kommt, denn das ist natürlich die beste Investition, die du je machen kannst. Und vielen lieben Dank, lieber Florian, dass du dich da zur Verfügung stellst. Wir verlinken alles unten drunter. Es gibt da manchmal sogar auch Gewinnspiele. Trag dich da also gerne ein und leite das an Menschen weiter, für die es super spannend ist. Genau. Ich sage heute wieder Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli und trink mal ein richtig gutes Rohkost-Kokoswasser dazu und ess die chlorophyllreichen Kräuter. Die gibt es sogar draußen in der Natur kostenfrei. Ich habe übrigens auch so einen Handentsafter da zu Hause, also selbst für die Notfälle bestens gerüstet. Danke für deine Inspiration, mein Lieber. In diesem Sinne, Arigato und Namaste. Bis ganz bald. Dein Florian und der Mr. Broccoli. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.